Tag zusammen, willkommen zurück zu City Skylines und unserer Stadt Viridis. Ja, wir konnten in der letzten Folge die Stadt weiter ausbauen und haben auch den nächsten Meilenstein erreicht. Und ja, jetzt ist der Plan, einmal bei den nächsten Schritt zu gehen in Richtung nachhaltiger Industrie. Denn wenn wir jetzt mal hier uns die Stadt ansehen, wir haben jetzt ja hier auf der Seite an der Autobahn das konventionelle Industriegebiet und hier oben unsere Stadt. Und ich würde jetzt ganz gerne anfangen, hier auf diesen hellgrünen Bereich eine landwirtschaftliche Industrie zu errichten. Denn wie man hier sieht, also das ist hier das fruchtbare Gebiet für die Landwirtschaft. Dazu möchte ich dann auch mittelfristig hier die Industrie oder dieses Industriegebiet abreißen und dann die Stadt in diese Richtung sich ausdehnen lassen und hier unseren Felsen, den wir hier sehen, aus hier dehnen, möchte ich ganz gerne in ein Parkgebiet integrieren, dass wir quasi hier mitten in der Stadt um diesen Felsen herum kein Freizeitpark, sondern ganz normalen Park errichten, um dann natürlich aber auch hier ohne dieses Industriegebiet, damit dann hier einfach eine saubere Landschaft ist und keine Industrieverschmutzung entsteht. Dazu müssen wir natürlich jetzt die Stadt ein wenig umgestalten. Wir brauchen nämlich eine Straßenverbindung hier raus. Das möchte ich nicht über die Hauptstraße legen, sondern ich möchte die Straßenverbindung quasi einmal hier außen an der Stadt vorbei hier hoch verlegen. Das ist jetzt der Plan. Dazu muss ich oder will ich hier nochmal eine vierspurige Straße errichten, quasi als Zuführung zu dem Industriegebiet. Damit fangen wir jetzt auch als erstes an. Wahrscheinlich ein paar Gebäude abreißen. Hier mit der Kreuzung müssen wir mal gucken, ob wir das so lassen oder ob wir die dann irgendwann auch mal durch einen Kreisverkehr ersetzen. Aber dass jetzt hier die Industrie verschwindet, das habe ich jetzt kein so großes Problem mit. Sonst mal hier einmal die Feuerwache ein bisschen verschieben. Das ist ein Laden, der muss auch leider Gottes den Baumaßnahmen weichen. Ich möchte der Industrie den Gar ausmachen. Oder vielleicht, wenn sie sich in so Umweltverschmutzung verschwunden ist, könnte man hier mal gucken, ob man hier eine Forstindustrie ansiedelt. Jetzt kein Industriegebiet, sondern einfach nur normale, generische Industrie, die auf Forstwirtschaft fokussiert ist. So, dann werden wir jetzt hier tatsächlich recht geradeaus gehen. Und dann hier um die Kurve an dem Windpark vorbei. Jetzt können wir stoppen, weil wir gerade die Stoppenverbindung hier unterbrochen haben. So, und dann gehen wir hier in das Gebiet rein. Gucken wir nochmal, was wir hier alles richtig haben. Ja, genau, das deckt sich wunderbar. So, und dann möchte ich jetzt hier mit Industriestraßen einmal dieses Gebiet umrunden. Vielleicht auch hier wieder ein bisschen generisch. Dann gibt es den ganzen auch wieder
bisschen Flair. So, und hier genauso. Muss man hier geradeaus und folgen dann noch hier ein bisschen dem Gebiet. Wir gehen dann aber jetzt mal hier einmal geradeaus, hier auch. Dann haben wir nämlich hier den einigermaßen vernünftigen Abschluss. Wir machen das gleich hier vorne auch. Reißen wir hier noch ein bisschen die Verbindung ab. Und gehen dann hier um die Kurve rum. So, also damit haben wir jetzt also das Gebiet hier schon mal vorbereitet. Dann wollen wir das hier auch markieren als Industriegebiet. So ziehen wir hier unsere Außenstraße, markieren wir das Gebiet. Werden außenrum sicherlich auch noch dann noch ein paar Gebäude setzen. Aber das machen wir dann. Ne, das war falsch. Das machen wir nochmal hübsch. Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Also einmal von vorne. Das ist jetzt also unser Industriegebiet. Da möchte ich nun die Industrie definieren. Wir fangen hier an mit der Landwirtschaft. Das geht los mit dem Hauptgebäude. Das setzen wir an den Eingang oder an die Zufahrt zu unserem Gebiet. Klein bisschen Abstand. So, und damit können wir dann nämlich auch das Förderanlagen, genau. Also jetzt haben wir das kleine Getreidesilo, die kleine Viehweide, kleines Getreidefeld, kleines Obstfeld. Jetzt stellt sich natürlich schon die Frage in Bezug auf die Nachhaltigkeit, was ist mit der Viehweide? Ist Viehhaltung nachhaltig? Das ist eine, ja, eine sehr gute Frage. Da habe ich tatsächlich noch keine ganz so klare Meinung zu. Wir fangen jetzt erstmal an mit der Landwirtschaft. Jetzt brauchen wir hier erstmal ein paar Wege. Dann nehmen wir hier den Kiesweg. Ich denke, das ist sieht ganz gut aus für die Industrie hier. So, und dann haben wir jetzt hier erstmal so, den frei. Und den Weg durchsetzen. So. Und auf der Gegenseite machen wir das auch. Wir machen dann hier aber noch eine Querverbindung rein. Hier hin, hier und dann. Dann können wir hier noch ein paar Lagerstätten integrieren. Viehweide, das interessiert uns nicht hier, aber das
Die Getreidesilos, die sitzen auch. Erstmal hier hin, dann brauchen wir natürlich noch Wasserversorgung. Das ist relativ einfach. Die ziehen wir dann von hier vorne. Nehmen, sehr gut. Und dann brauchen wir noch Strom. Den wollen wir uns auch hier von dem Weg ziehen. Jetzt mal hier rüber. So, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Bauernhofzaun, den können wir dann auch noch bei Gelegenheit setzen. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Ja, damit kann es jetzt losgehen. Aber jetzt können wir schauen hier. Das Pflanzen waren wir Mais, Baumwolle, Kartoffeln, Weizen und Treibhaus und erhalten als Produkt Nutzpflanzen. Und kann das mal einen kleinen Mix, denke ich, machen, dass wir hier Weizen, hier machen wir Kartoffeln, hier haben wir auch Kartoffeln und hier Lagermodus. Das ist ja dann für die Nutzpflanzen. So, da können wir einen Weg ergänzen. Kiesel, genau. Da kommen die ersten Traktoren und liefern alles ab. Ist schon sehr gut. Ja. Das sieht doch schon ganz gut aus. Da haben wir jetzt auch den kompletten Industriebedarf gedeckt. Das ist wunderbar. Ich möchte jetzt hier keine Straßenverbindung bauen, weil sonst die Gefahr hat, dass der Verkehr hier lang führt. Das möchte ich nicht. So, was wir noch hier machen werden, ist, wir werden diese Industrie hier komplett entfernen, Gebiet aufheben. Das kann alles weg. Ja, das gibt natürlich Stress. So, ich möchte hier noch ein bisschen Gewerbe ansiedeln. Quasi für die Feldarbeiter, für die Erntehelfer. Da haben die quasi noch eine Möglichkeit, sich hier zu versorgen mit, weiß ich nicht, Nahrungsmitteln oder sowas. So, das Wanloh-Landschaftsgebiet. Da gucken wir, ob wir da einen schöneren Namen für finden. So, hier verschwindet jetzt alles. Das ist genau in meinem Sinne. Jetzt müssen wir nur hier gucken, dass wir jetzt hier die Feuerwehr. Das Gebäude verschieben wir, setzen das auch hier vorne hin und dann können wir auch das hier erstmal, dann machen wir auch hier diese Gewerbeeinheiten, können wir auch weg. So, dann haben wir hier noch die Kläranlage. Ja, da schauen wir mal, was wir hier noch machen. Müllabfuhr bleibt auch noch bestehen, bis wir da das Recyclingzentrum setzen. Ja. Also haben wir etwas Industriebedarf und wirklich großen Bedarf in Bezug auf die Bevölkerung. Das ist gut. Aber ich möchte, wie gesagt, hier, vielleicht markiere ich das auch. Was ist mit euch? Rüber Eckler, nicht genug Strom. Ja, dann müsst ihr leider woanders hin. Das tut mir leid. So. Also der Bedarf an Industrie ist weiter da. Wie sieht das denn aus hier mit den Lagernutzpflanzen? Das funktioniert. Ja, ich muss jetzt die Rohstoffeinheiten einfach produzieren, sonst haben wir ja noch nichts. Dann ziehen wir das den Lagerhof. Sonst an Fabriken haben wir noch nichts.
So, hier ist natürlich schon viel Verkehr. Das, mal gucken, wie wir das dann organisieren. Jetzt der Import und Export. Ja, gut, das ist also, wir können hier vielleicht einen Fußweg, den würde ich jetzt, glaube ich, spendieren hier rüber. Ein Fahrradweg, das wäre nachhaltig, oder? Fahrradweg ist hier. Ne? Gucken noch eigentlich von hier aus. Also, mal gucken. Plan ist jetzt erstmal hier die Hauptstraße noch ein bisschen weiter zu führen. Einheiten von hier. Oh, schnell stoppen. So, was ist das Problem hier? Stromverbindung kaputt. Das ist nicht so gut. So, Kläranlage ohne Strom kann nicht funktionieren. Das tut mir leid. Da haben wir die aufgepasst. So, also zurück zu unserem Fahrradweg. Also hier. Ich möchte diese Hauptstraße noch ein kleines bisschen weiterführen. Fehlt hier die. Das fehlte. So, hier. Um die Kurve gehen. Okay, hier nochmal 10 weiter. Können wir vielleicht. So eine kleine Serpentine ergänzen und dann hier. Etwas schräg zu knicken. Ja, das ist gut. Wir ergänzen dann hier die Straßen. Das machen wir hier ruhig rechtwinklig. Gehen dann hier. Ah ja, sehr schön. Da haben wir jetzt schon die Stufe 2 unseres Landschaftsgebiets erreicht. Da haben jetzt eine Getreidemühle, eine Bäckerei, Landarbeiterunterkünfte, ein Viehstall und eine kleine Scheune. Prima. Das gucken wir uns auch sofort an. Ich möchte jetzt noch hier kurz den Bedarf an den Bedarf hier an den Wohngebieten decken. Jetzt gehen wir hier. Entlang. Und haben dann soweit alles parat. Wunderbar. Ja. Ist alles abgedeckt, dann platzieren wir hier ein bisschen das freie Wohngebiet. Hier nutzen wir wieder das Feld weitestgehend für Gewerbe. Hier noch einen Fußweg ergänzen. Das machen wir jetzt immer sofort. So, können wir hier die Konstantinstraße, die führen wir weiter bis hier vorne. Die Straßennamen, wie gesagt, können wir auch nochmal demnächst dann überarbeiten. Das machen wir jetzt nicht in dieser Folge.
dann jetzt hier ein paar weitere Wohngebäude. Noch ein bisschen Gewerbe auf dieser Seite. Das sieht doch gut aus. Können hier oben auch nochmal. Komme ich denn durch? Hier leider nicht. Na gut, dann nicht. Dann sitzen wir hier. Ein paar Bäume hin. Ich denke, das ist dann auch ganz hübsch. Hier passen auch noch welche in die Mitte. Platzieren können. Ein kleiner Felsen vielleicht. Das sieht doch ganz ansehnlich aus. Was haben wir noch? Ganze Wege. Ja. Von dem Moos oder den Bodendeckern brauchen wir nichts. Unterschiedlichste Arten der Felsen. Mhm. Und die Kais. Gucken wir mal, ein Park hier irgendwo ergänzt. Das wäre auch nicht verkehrt, aber ich wollte jetzt erstmal hier nochmal eine Verbindungsweg bauen. Von hier rüber. Dass man theoretisch auch zu Fuß hier die Seite wechseln kann. Ja, und dann können wir jetzt hier in unserem Zwei-Sterne-Landwirtschaftsbetrieb weiter schauen, was wir jetzt hier haben. Also wir haben jetzt hier die Bäckerei, die braucht Fleisch, die braucht Mehl und die braucht ja, normale Nutzpflanzen. Getreidemühle. Die setzen wir. Also wir machen wir das hier am Schiff machen. Das ist der Kiesweg. Ich möchte hier eine Verbindung schaffen. Und dann die Getreidemühle. Hinsetzen. Genau. Den Viehstall, der macht dann aus den Nutzpflanzen das Fleisch. Und wir haben eine kleine Scheune. Und halt noch ein Lager. So, da möchten wir Mehl lagern, genau. Sehr schön. Dann brauchen wir noch die Wasserversorgung. Das ist auch. Wasser haben wir noch ausreichend zur Verfügung. Da ist auch alles gut. Ja. Also im Wohnbedarf an allen Gewerbe, also Gewerbe, Industrie und Wohngebiete. So, jetzt müssen wir mal gucken hier, wie sieht es denn jetzt hier aus. Also sehr viele Nutzpflanzen. Plötzchen jetzt auch Mehl. Den richtigen mal gucken. Machen können, verbesserte Logistik, verbesserte Sicherheit. Ja, das werden wir jetzt alles dann einführen nach und nach. So, und jetzt stellt sich tatsächlich die Frage, was ist jetzt hier mit der Arbeiterunterkünfte platzieren. Das machen wir hier. Ja,
Ja, was machen wir jetzt mit der Viehwirtschaft? Also wir brauchen Fleisch, denn sonst, wenn wir kein Fleisch haben, können wir kein Bäckerei nicht betreiben. Das ist jetzt halt von der Spielmechanik so. Da ist jetzt die Frage, wie man damit umgeht. Auf der einen Seite könnte man sagen, in einer nachhaltigen Gesellschaft gibt es keine Viehwirtschaft oder keine Nutztierhaltung. Das ja, was jetzt die Klimabilanz angeht, ist das natürlich ist Viehhaltung natürlich eine ziemliche Katastrophe. Aber wenn man sehr viel Land braucht für die Futtermittelversorgung der Tiere. Und auf der anderen Seite hat man das Problem, dass man natürlich produzieren die Tiere selber natürlich auch ein großes Maß an Treibhausgasen, an die Viehhaltung. Den Methanausstoß, das ist natürlich schon immens. Das ist ja, das ist schon schwierig. Andererseits, die Spielmechanik gibt es vor, wir brauchen das, gucken wir uns das einmal an. Bei den Fabriken, wo sind sie? Da. Also die Bäckerei braucht das alles. Und damit müssen wir es eigentlich abbilden. Das kann man sich so interpretieren, dass wir hier extra nur nachhaltige Viehweiden installieren, damit es um die nachhaltige Viehwirtschaft zu unterstützen. Können wir gucken, welche Verordnung es vielleicht noch gibt, die man da noch einführen kann. Aber ich glaube tatsächlich spielmechanisch geht es gar nicht anders, dass wir zumindest ein bisschen Viehhaltung machen. Gucken wir mal, was wir jetzt an Tieren haben. Wir haben Kühe, Hochlandrinder, Schweine und Schafe. Das alles natürlich nicht nachhaltig. Aber ich glaube, aus der Nummer komme ich raus. Also wir machen jetzt mal Kühe. Die kriegen natürlich auch eine Wasserversorgung, das sollte klar sein. Wir können hier durch den Kreis auch nochmal schließen unter dem Fußweg. Um die Kurve. So, dann haben wir auch nochmal zweimal Viehhaltung. So, da entstehen jetzt tierische Produkte, die müssen natürlich auch lagern. Also wir könnten jetzt hier Tierprodukte, genau, die müssen eigentlich hier in der Nähe der lagern wir hier. Das sind Tierprodukte. So, und können dann die Bäckerei errichten. Möchte ich nicht an die Hauptstraße legen, sondern etwas abseits. Und zwar vielleicht bauen wir das hier außerhalb. Ja, dann gehen wir hier noch ein bisschen. Das war nix. Gehen hier noch mal ein bisschen in diese Richtung und ergänzen dann hier, wo ich mit der Industriestraße noch mal ein Feld
für die Industrie. Ja. Jawohl. Und da aber dann reguläre Straßen. Ja, das ist gut. Und bauen dann unsere Bäckerei hier vorne hin. Wo kommt das denn hin? Da das Lager. Da kann ich hier vorne hinsetzen. Ja. Sehr schön. Brauchen natürlich auch dafür noch ein Lager. Kann ich noch versetzen, was kostet das? Auch hier gibt es eine Wasserversorgung für diese Spezialgebäude. Das machen wir natürlich dann, wenn überall, und dann gehen wir auch hier schon mal, das können wir auch schon mal machen, um die Kurve rum. Aber das ist auch erledigt. Das ist dann eigentlich ganz gut. So, das heißt hier Eickerhof. Wir können die Industrie natürlich Eickerhof nennen, statt das Wanloh-Landschaftsgebiet. So, da schauen wir mal. Gut, dann haben wir hier die Straße, die können wir vielleicht nochmal bis zum, fast bis zum Ende ziehen. Vielleicht von hier aus. Und dann hier noch die Verbindung. Wir müssen dem sagen, also hier sind jetzt die. Was entsteht denn jetzt hier? Das sind hier Snacks. Okay. Das müsste doch eigentlich das hier sein, oder? Nee. Das ist es, genau. Das einzigartige Fabrik. Und das kann halt im Prinzip direkt geleert werden, den Lagermodus. Wir können es ja direkt verbrauchen. So, wir brauchen mehr Nutzpflanzen. Sehe ich gerade. Setzen wir die auch. Oh, da müssen wir das auch versetzen. Das ist nicht ganz ideal hier. Ich glaube, wir setzen das Lager hier gegenüber. Das ist ja eh nur ein Acker. Also, offene Lagerfläche, da passiert ja nichts. So, da können wir hier weiter Felder setzen. Ich glaube, die Straße hier können wir noch ein bisschen anpassen. Und gehen dann mit der Straße hier. Und gehen dann hier einfach. Gut. Also dann sind wir jetzt hier mit den Rohstoffen schon etwas knapp. Ich
Aber wir schauen mal, wie sich das hier so entwickelt. Wir können es hier nochmal, sagen wir hier nochmal, den Weizen anbauen. Fürs Mehl und hier kommt der Film, das ist in Ordnung. Das Mais ist quasi als Futter für die Tiere. Jawohl. Haben hier auch noch die Verbindung hier mit dem Fußweg. Aber jetzt gar nicht so zwingend brauchen. Aber wir ziehen es zumindest schon bis hier vorne. Ja. Dann haben wir das auch. Gut, also die Lager sind gut gefüllt. Da können wir auch mal ein weiteres Silo errichten. Ein Silo. Getreidemühle, Viehstall, das wollen wir nicht. Gut. Haben wir jetzt also drei Silos. Das sieht auch sehr gut aus. Wir produzieren tierische Produkte hier auf unseren Feldern. Gut, jetzt können wir mal gucken hier, wo stehen wir jetzt hier? Wir brauchen noch mehr Arbeiter. Ansonsten haben wir jetzt hier schon einen ganz guten Stand erreicht, was die Landwirtschaft angeht. Die Nutzpflanzen sind nicht schnell genug, obwohl hier eigentlich genug sind. Ein Silo verschieben wir mal hier rüber. Dann gibt es vielleicht etwas bessere Möglichkeiten zur Versorgung mit Futtermitteln. Ja, hier haben wir ein bisschen Gelände, das sieht nicht so hübsch aus. Kann ich noch ein bisschen glätten. So wollte ich es gar nicht haben. Das kann man ein bisschen glatt ziehen hier. Ja, sehr gut. Ja, ich denke, damit haben wir auch hier schon einen guten Start hinbekommen mit unserer landwirtschaftlichen Industrie. Der Bedarf ist auch gedeckt. Der Bedarf an Gewerbe und hoher Nachfrage nach Wohngebieten. Wir sehen, hat jetzt sich hier auch die Industrie weitestgehend, oder die Natur weitestgehend erholt. Die Bäume sind wieder zurück. Jetzt war hier noch die Kläranlage und die Mülldeponie, die zu 73% gefüllt ist. Und ja, jetzt können wir mal gucken, ob man hier noch eine Verbindung baut, aber wir haben noch keinen Nahverkehr. Jetzt hätte ich das mal hier gemacht. Ja, ich glaube, an der Stelle ende ich mit dieser Folge. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.